Hallo Leutings und willkommen zurück bei meinem Let's Play von Tomb Raider 3. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und hier kann es auch weitergehen. Und ja, es kann weitergehen. Ich hab's gefunden. Nach knapp einer Stunde suchen. Und Lara, beeil dich doch mal, ich bin schwer vergiftet. Beeil dich! Ich weiß nicht, ob das hier gleich in den Heilkristall kommt. Und da ist der Endboss. Tony. Scheiße! Scheiße, Lara, das ist scheiße! Blöde Kuh. Wir müssen uns jetzt nämlich den Granatwerfer holen. Scheiße! Also wir können jetzt den Granatwerfer holen, dann können wir ihn mit ein paar Schüssen töten. Das ist doch scheiße. Und wieso gehört das Orchester aufzuspielen, wenn Lara... Okay, wir haben den Granatwerfer, den Grenade Launcher. Speichern ab. Und wählen ihn aus. 10 Schuss. Blödes Arschloch. Naja, ist egal. Die Granaten holen wir später. Wir brauchen nur bloß 2 bis 3. Wir haben ihn ja schon ganz schön beschossen, den Arschloch. Stirb. Genau. Damit haben wir ihn besiegt. Wenn wir uns jetzt das Fader-Artefakt... Was? Was? Ich hab gespeichert, oder? Wenn wir uns jetzt das Fader-Artefakt geholt hätten, wäre uns einiges an Zeug entgangen, was wir nicht wirklich brauchen, weil im... Nee, nicht nächsten, übernächsten Level... Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Haben wir sowieso nur noch ein Medipack. Und das sind Fader-Artefakt. Und wir nehmen es jetzt einfach. Level beenden. Die 15 Minuten braucht ihr nicht zu beachten. Wir haben wahrscheinlich mehr als 15 Minuten gebraucht. Aber ich habe das Level nochmal neu angefangen. Und jetzt kommt eine Cutscene. Ich möchte doch nicht, dass Sie von dem schwachköpfigen Forscher vorhin auf mich schließen, Miss... Lara. Ich bin Dr. Willard. Ich wollte mich eigentlich selbst mit Tony unterhalten, aber ich muss sagen, Sie haben die Sache recht elegant gelöst. Ich bin beeindruckt. Ich möchte Ihnen gerne eine andere Arbeit anbieten. Was? Soll ich etwa auch mit Ihren anderen Jungs herumtoben? Nein, danke. Zum Glück waren das die einzigen Versuchskaninchen, die wir freilaufen ließen. Nein, ich bräuchte 3 weitere Artefakte wie dieses. Der Infader-Stamm besaß nur ein Artefakt dieser Art. Es ist einzigartig. Und welches Interesse hätten Sie daran?
Ich zeig's Ihnen. Es stammt nicht aus Indien, sondern von einer Insel nahe der Antarktis. Genauer gesagt, ist es ein Meteorit, der von den Polynesiern, die vor langer Zeit dort siedelten, bearbeitet und benutzt wurde. Sehen Sie das? Das ist einmalig. Ein unbekanntes Material. Und wie ist das hierher gelangt? Von Planeten geformt, von Polynesiern bearbeitet, von Idioten verstreut. Unsere Ausgrabungen und Untersuchungen haben uns das hier beschert. Das Tagebuch eines Matrosen, der an Charles Darwins Expedition auf der Beagle teilnahm. 14. August 1834. Diese Reise ist sterbenslangweilig. Es gibt einfach nichts weiter zu berichten. Von wegen Abenteuer auf hoher See. Einfach nur peinlich ist das. Soll ich etwa über stundenlanges Vögelbeobachten schreiben oder darüber, wie wir für die blasphemischen Ideen von unserem feinen Herrn Darwin Blumen pflücken und pressen? Aber das regt mich jetzt auch nicht mehr auf. Ich will bloß noch was zu futtern. Irgendwas außer dieser ewigen Gemüsebrühe. Heute haben wir fünf einen Pakt beschlossen. Die einzigen Proben, die wir nehmen werden, sind aus Fleisch. Echtem, festem, blutigen Fleisch. Der Schnee wird zu dünn, die Spuren sind weg. Lauft einfach weiter, wir sind ihm schon auf den Fersen. Hier ist was! Seht mal, noch eins! Was mögen die wert sein? Zu spät! Da waren nur vier! Ist keins für dich übrig? Oh ja! Paul! Warum? Am besten ist, keiner sagt Darwin was hiervon, ja? Sonst müssen wir nochmal da rein und das Vieh jagen, um Proben zu kriegen. Also, Paul ist in eine Gletscherspalte gefallen, klar? Okay, Steven. Amen. Steven überlebte als einziger der vier. Nach seiner Rückkehr nach London verkaufte er sein Artefakt aus Aberglauben. Er hatte gesehen, wie seine Kumpels wegen ihrer Artefakte ermordet wurden oder durch sie umkamen. Einer hier in Indien, einer im Südpazifik und einer in Nevada. Dorthin sollen sie für mich fahren. Na dann mal los. Ja, für mich natürlich nicht. Und wir gehen nicht nach London, auch nicht nach Südsee, wir gehen nach Nevada. Area 51, wir kommen. Ja, hier sind wir nun. Und hier kann es weitergehen. Das da ist Treibsand. Und die hätten wir getötet. Da ist Snake. Eine Klapperschlange. Eine Rasseschlange, wie ich sie immer gerne nenne. Und ihr braucht in diesem Level eigentlich nichts einsammeln, außer das, was wir brauchen, um das Level zu beenden. Weil es uns im nächsten alles weggenommen wird. Und deswegen, ja. Sammle ich hier nämlich auch nichts ein. Auch wenn ich weiß, wo alles liegt. Was bringt uns ja nichts? Da unten ist übrigens Stacheldraht. Wenn wir den berühren, spießen wir uns auf. Es bringt ja nichts. Bis auf Secrets vielleicht, weil die noch mitgewertet werden. Ah, Leute, achtet jetzt mal drauf. Achtung.
das ist geil. Ich finde, das haben sie auch richtig gut gemacht, Nevada. Da weiß ich nachher auch ab dem zweiten Level nicht mehr alles. Wie schon erwähnt, ich weiß dann nicht mehr alles. Ab dem zweiten Level. Das weiß ich dann noch zu einem kleinen Teil. Wir sind tot. Okay, Leute, hier beende ich die heutige Folge. Bis dahin, ciao.